Willkommen zu diesem Vortrag. Vielleicht ganz kurz, bevor wir anfangen. Mein Name ist Michael Kleinhens. Ich arbeite als leitender Softwareentwickler bei der Firma Talent und beschäftige mich da im Wesentlichen mit dem Bereich Business Process Management, Business Process Engineering. Und wir machen das alles mit Java und müssen natürlich auch entsprechende Basisbibliotheken nutzen. Eine der wichtigsten Basisbibliotheken, die wir in unserer täglichen Arbeit sozusagen einsetzen, ist Apache Commons. Und ich will heute mal versuchen, so ein bisschen einen Überblick über Apache Commons zu vermitteln. Also das sind eine Menge Libraries und man kann damit sicher nicht auf jede Library einzeln sehr tief eingehen. Aber es soll einfach ein Überblick gebracht werden in diesem Vortrag. Oder wir sollen hier rausgehen mit einem Überblick, wo wir sagen können, Bestandteile Apache Commons teilt sich auf im Wesentlichen in drei große Bereiche. Einmal Commons Proper, das sind die stabilen Bibliotheken, das sind 34. Wir werden alle diese 34 Bibliotheken uns kurz anschauen. Also ein sehr sportliches Programm. Falls jemand ein bisschen zu schnell geht, ich bin den ganzen Tag noch hier, wir können da gerne nochmal drüber sprechen. Wie gesagt, es soll ein Überblick gegeben werden. Sandbox sind so die Inkubator-Projekte, das heißt Bibliotheken, die noch in der Entwicklung sind, wo man mal sehen kann, was gibt es denn da in der Zukunft oder woran arbeitet man, die aber noch nicht stabil genug sind für den Produktiveinsatz. Und dann gibt es noch Dormant, das sind inaktive Komponenten, die nicht mehr weitergepflegt werden, entweder weil sich niemand mehr gefunden hat, die weiterzupflegen oder weil sie auch überflüssig geworden sind. Gerade in der Entwicklung von Java in den letzten Jahren, also in der Java Standard Bibliothek, sind einige Funktionen hinzugekommen, die vorher in Commons waren. Es ist einfach nicht mehr nötig, die weiterzupflegen. Ups, das war eine zu viel. Gucken wir uns mal Proper an. Das ist jetzt wirklich die Übersicht. Ich will da nicht auf jeden einzelnen Punkt reingehen, weil wir werden uns die gleich nochmal angucken. Es gibt da im Wesentlichen wirklich für jedes Problem, was man so in der täglichen Arbeit mit Java hat, Lösungen beispielsweise für Pooling, für die Arbeit mit Collections, für Serialisierung, Deserialisierung, sowas wie File-Uploads, E-Mails verschicken, HTTP-Verbindungen aufmachen, irgendwelche Operationen darauf ausführen. Das geht aber auch darüber hinaus, also über die reine Coding-Ebene hinaus, dass man sowas wie Daemon hat. Das sind Einrichtungen, Patterns für das Starten von Java-Programmen in einem Java-Umfeld. Das alles ist dabei. Das geht noch weiter, das ist nur die Hälfte der Liste. Zugriff, also mit Expression-Libraries über sowas wie XPath, Konfigurationsmanagement, Logging, Mathematikfunktionen, also es ist wirklich querbeet, es ist wirklich ein sehr großes Spektrum, das kann man hier abbildet. Ja, Sandbox. Da gibt es ein paar Bibliotheken, die wie gesagt in der Entwicklung sind. Lesen und Schreiben von CSV-Dateien ist sicherlich eine sehr wichtige Sache, ist auch, wer das schon mal gemacht hat, nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, Ausführen von externen Programmen wird von der Java-Standard-API eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Was sicherlich interessant ist, ist Finder. Das ist eine Nachimplementierung von Features von Unix Fine für Java. Internationalisierung, wichtiges Thema. Die Bibliotheken sind mehr oder weniger noch nicht nutzbar. Also es gibt sehr viele Bibliotheken, wie beispielsweise das CSV, das kann man schon eigentlich ganz gut benutzen. Andere Bibliotheken sind dann noch sehr weit entfernt von einem wirklichen Einsatz. Ziel sozusagen. Gut. Gehen wir gleich zur ersten Bibliothek. Wie gesagt, wir haben ein relativ sportliches Programm. BeanUtils, die erste Bibliothek. Das ist ein Wrapper für Reflections. Also soll einfach eine Ebene auf Reflections aufgesetzt werden, die den Zugriff auf Funktionen von Reflections einfacher macht. Das hat auch zwei Komponenten, Core und Collections. Mit Core habe ich die Möglichkeit, auf Bean-Eigenschaften zuzugreifen. Also wenn ich hier so einen Standard-Bean habe, kann ich dann auf diese Eigenschaft zugreifen. Dyna-Beans, wenn wir uns gleich nochmal anschauen auf der nächsten Folie. Alle diese Operationen, die ich jetzt gleich zeigen werde auch, gehen auch in Massenoperationsmodus. Das heißt, ich kann das nicht nur auf einer Bean machen, sondern auf einer ganzen Collection von Beans. So eine Standard-Bean, wie wir sie hier haben, da haben wir irgendwie so eine Mapped-Attribut, also hier kann ich irgendwie einen Typ übergeben mit einer Adresse, die ich dann irgendwie setze. Dann gibt es halt so Standard-Attribute wie das FirstName hier, GetFirstName, SetFirstName. Und es gibt indizierte Attribute mit dem Index, kann ich hier übergeben. Und dann wird das wahrscheinlich im Hintergrund in irgendeine Liste geschrieben. Das ist nicht weiterhin spezifiziert.
wie kann ich jetzt mit BeanUtils darauf zugreifen oder was bringt mir BeanUtils dabei? Ganz oben, das ist der Zugriff auf ein Attribut. Da kann ich also eine statische Methode aufrufen aus der Klasse PropertyUtils, wo ich einfach sagen kann, okay, hier ist meine Klasse, mein Objekt, Employee, und ich möchte gerne das Attribut FirstName haben und dann bekomme ich das zurückgeliefert. Das ist sehr einfach. Genauso geht das mit dem Setzen. Eins geht runter, SetSimpleProperty. Da kann ich jetzt direkt diese Attribute setzen. Das geht auch mit Index-Properties und mit diesen Map-Properties, die wir eben gesehen haben. Dann gebe ich hier einfach den Index hier an, beziehungsweise hier die Map, den Map-Key. Das macht also alles dieses Property-Utils für mich. Interessant ist noch die Möglichkeit, dass es hier Dynabeans gibt. Das heißt, man ist dann irgendwann dazu übergegangen und hat sich überlegt, warum muss ich eigentlich überhaupt eine Bean haben, wenn ich mir so über hier so ein Konstrukt auf meine Bean zugreife, könnte ich doch einfach auch die Bienen weglassen und einfach nur auf einer virtuellen Datenstruktur arbeiten. Und das sind diese Dynabeans. Also hier gibt es eine Möglichkeit, so eine Art intelligente Maps anzulegen, die so diese Eigenschaften verfügen und auf die ich zugreifen kann. Die Dynabean-API ist eine eigene API, also wenn ich mir eine Dynabean angelegt habe, muss ich da mit einer eigenen API drauf zugreifen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, auch mit den Property-Utils hier drauf zuzugreifen. Wir werden später noch eine andere Bibliothek kennenlernen, die auch Dynabeans benutzt. Das heißt, an der Stelle ist es schon so, dass Commons unter Umständen ein bisschen mit interagiert, wo es sinnvoll ist. Dynabeans Wrapper ist auch ganz nett, da kann man dann tatsächlich echte Beans in Dynabeans wrappen, sodass man über die Dynabean-API drauf zugreifen kann. Wie gesagt, Massenoperationen über Collections geht auch. Ich kann also auch mir Listen zurückgeben von Attributinhalten und Ähnlichem. Gut, CLI, nächste Bibliothek. Wir haben 32 vor uns. Parsen von Kommandozeilen nach verschiedenen Standards. Sehr nützliche Sache. Man schreibt ein Java-Programm, das über die Kommandozeile gestartet werden soll, und es muss Parameter aufnehmen können. Auch ein sehr stark unterschätzter Bereich, da gehen mal wirklich Tage unter Umständen Coding drauf, wenn man das von Hand machen will, ein komplexes Setup realisieren will. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach so ein Options-Objekt mir zu erzeugen, dann kann ich da Options hinzufügen, also hier wird eine Option T hinzugefügt, die hat kein Attribut, das ist dieses False, also kein Parameter, und die Hilfe ist zeige Uhrzeit an, und C bekommt einen weiteren Parameter, das heißt, ich kann dann minus C Wert angeben, und hat die Hilfe Land. Das ist die einfache Methode, um Options anzulegen. Eine komplexere Methode ist mit diesem Option-Builder. Da kann ich sagen, okay, das Attribut hat einen Namen, das Attribut heißt Logfile, es hat ein Argument, dessen Namen ich hier oben angegeben habe, und es hat eine Description. Und dann kann ich diese Option hier zu meinem Options hinzufügen. Und dann kann ich hingehen und sagen mir, okay, ich mache mir einen GNU-Parser. Wer das kennt, diese GNU-Style-Kommandozeilen und beispielsweise POSIX-Style-Kommandozeilen sehen ein bisschen anders aus. Und dann kann ich meine Kommandozeile, also mein args, was ich hier bekomme in meinem Main, an diesen Parser übergeben, und dann wird das geparst. Dann bekomme ich das zurück. Und das sieht dann so aus. Ich bekomme dann hier dieses Line-Objekt und kann dann fragen, hat das die Option Logfile bekommen? Und wenn ja, dann kann ich mir mit getValue den Inhalt des Parameters holen. Escaping und alles, was da dranhängt, wird automatisch von der Library erledigt. Interessant ist noch, dass man diese Hilfe, man konnte ja jetzt hier vorne Hilfetexte angeben, die formatiert diese Library automatisch in eine Hilfeausgabe. Also ich kann hier mit print help und ich gebe die Options, wird so eine Ausgabe erzeugt, die mir direkt die Parameter ausgibt. Sehr praktisch. Interessant ist noch, wir haben ja dieser Parser eben, ist ja ein GNU-Parser gewesen. Man kann diesen GNU-Parser austauschen durch beispielsweise einen POSIX-Parser. Und hat dann ohne weitere Veränderung des Codes eine POSIX-kompatible Kommandozeile. Nächste Bibliothek, I.O. Bibliothek allgemein für die Vereinfachung von I.O.-Operationen. Das sind im Wesentlichen erstmal Utility-Klassen mit ganz vielen statischen Methoden. Da kann man sehr einfach auf Streams arbeiten. Also das Einlesen von einem Stream beispielsweise in einen String geht wirklich sehr einfach. Man sagt einfach, ich habe eine neue URL, HTTP sowieso, Open Stream, damit ist der Stream geöffnet. Und jetzt kann ich einfach mit IO-Utils toString, mein Input-Stream, bekomme ich hier einen String zurück, den ich direkt ausgeben kann. Eine sehr einfache Möglichkeit, den Inhalt von einem Stream in einen String zu lesen. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen, hier fehlt ein Slash. Das ist kein HTTP-Client. Das heißt, hier würde man
wenn man hier Slash zurückliefert, wenn man hier noch ein Slash dranhängt, würde man dann den Redirect bekommen vom Server auf die Slash-Index.html. Ja, also Vorsicht, das ist wirklich das Lesen von Streams und nicht ein HTTP-Client. Ja, nächstes Beispiel, wenn ich Files lesen will, kann ich hier mit Readlines aus dem File alle Zeilen auslesen und bekomme die als List zurück, wo dann einzelne Strings drinstehen. Oder ich kann, was das auch noch kann hier, Systemoperationen, ich kann hier auf FreeSpace beispielsweise den freien Platz als Anzahl von Bytes auf einem Filesystem zurückgeliefert bekommen. Auf diesem Ebene von Systemoperationen gibt es noch Dateifilter für Auswahldialoge. Ich kann also zum Beispiel Dateien filtern nach bestimmten Dateierweiterungen oder auch nach MIME-Types. Und es gibt ein paar Stream-Implementierungen. Null-Output-Stream, das ist so eine Art Dev-Null für Java. T-Output-Stream ist so ein T-Stück, also wie das T unter Unix. Ich kann also einen Stream auf zwei Ausgabemedien schreiben gleichzeitig. Counting-Stream wird mitgezählt, wie viele Bytes da durchgehen. Und es gibt noch Funktionen für die Endian-Konvertierung. Das heißt, für das Vertauschen von Byte-Orders. Nächste Library, Codec. Da geht es um das Encoding, Decoding von verschiedenen Formaten. Base64 ist eine ganz häufig gebrauchte Funktion, dass man irgendwo beispielsweise bei einem HTTP-Request oder bei einem SOAP-Request, den man von Hand parsen muss, ein Base64 encodeten Binary zurückbekommt. Das muss man dekodieren, das kann Codec erledigen. Interessant ist vielleicht noch ganz, dass hier Soundtext und Metaphon drin ist. Damit kann man gleich klingende Strings herausfinden. Das heißt, man sucht zum Beispiel nach Meier in einer Adressdatenbank, weiß man nicht, ob es mit E, I, A, I, E, Y oder sonst wie geschrieben ist, dann kann man mit diesem Soundex oder mit dem Metaphor, das sind zwei verschiedene Ansätze dafür, kann man damit das Ganze in einen Soundex-String übersetzen, das ist ein spezifiziertes Metaformat und kann dann danach suchen. Und das kann auch mit deutschen Sounds umgehen? Ja, in der Standardversion nur mit Englisch. Aber ich habe mal geguckt, es gibt anscheinend eine deutsche Anpassung da. Also ich habe diesen Teil noch nicht selbst benutzt, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so kompliziert sein kann, das jetzt zu übersetzen. Ja, Digest Utils, da kann ich MD5-Hashes oder SHA-Hashes erzeugen. URL-Codec, da kann ich GET-Requests, also dieses GET-Encoding in den URLs dekodieren, kann da die Parameter rausholen. Quoted Printable kennt man von MIME, dafür ein Encoder-Decoder. Ja, Hex Binary Codec, das sind eher so Spielereien. Also ich habe da noch keinen Einsatzzweck für gefunden, dass man irgendwie hinter ein Array hat, wo lauter Nullen und Einsen drin sind. Naja. Collections, ganz wichtige Bibliothek, auch eine der größten Bibliotheken bei Commons. Das ist eine Bibliothek für die Vereinfachung von Operationen auf Collections. Da ist schon einiges davon, nicht mehr so ganz neuen Collection Framework in die Java Standard Library reingekommen. Trotzdem ist das immer noch eine sehr nette Library, die einem ganz, ganz viele Aufgaben abnimmt, die man sonst von Hand machen müsste. Es gibt beispielsweise ein Back-Interface. Also erstmal ist es eine Menge von Interfaces, die da sind, die eine Abstraktion in gewisser Weise schaffen und natürlich auch Implementierungen dafür. Man kann Collections anlegen mit mehreren identischen Elementen und kann dann sagen, füge mir von dieser Übergabe 5 Stück hinzu. Beispielsweise, das gibt es da. Dann gibt es so FIFO-Collections, das heißt, was ich entsprechend in der Reihenfolge, da gibt es verschiedene Strategien. Wenn ich in der entsprechenden Reihenfolge reinfuhr, kommt es auch in der entsprechenden Reihenfolge wieder raus. Es gibt die BD-Map, das ist eine Map, die man umdrehen kann. Das heißt, da kann ich von Key nach Value mappen, aber ich kann auch genauso gut das Ganze invertieren und von Value nach Key mappen. Mit dem Ganzen, was da dran hängt, was man da machen muss, dass es unter Umständen mehrere Ergebnisse geben kann und so weiter. Map-Iterator, das ist ein bisschen überholt, weil das geht ja mittlerweile, dass man über Map-Items iterieren kann. Es gibt ein paar Dekoratoren da drin, das Type-Checking, das ist auch in der Java 5 zumindest etwas überholt. Man kann aber transformen zum Beispiel, man kann also beim Einfügen in eine Collection ein Element durch einen Filter laufen lassen und da irgendwas dran machen. Ich kann virtuell Collections zusammenfügen, also ich kann mehrere Collections als Quelle nehmen und sehe die nach draußen als eine einzelne Collection. Ja, Ordered Maps, Ordered Sets, die speichern sich die Reihenfolge. Es gibt Identity Maps, die Vergleiche aufgrund der Objektidentität machen und nicht mit Equals.
Es gibt ein paar neue Komparatoren, Iteratoren, ein paar Adapter fürs Umwandeln von Arrays nach Collections oder von Enums nach Collections. Und es gibt solche Mengenlehre-Operationen wie Vereinigung, Schnitt und ähnliches. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Ja, hier oben die BD-Map beispielsweise. Mache ich mir eine neue BD-Map, packe irgendwie zwei Elemente rein, ein Element 6 rein, mappt auf die Zahl 6, die Ziffer 6. Und wenn ich dann mir 6 hole, kommt die Ziffer 6 zurück. Das ist erstmal der Standardfall. Gut, wenn ich dann mit dem Key das Umgedrehte mache, kriege ich dann den, beziehungsweise mit dem Wert das Umgekehrte mache, kriege ich den Key raus und ich kann auch Werte entfernen. Und ich kann hier mir mit Inverse BD-Map die gespiegelte Map geben lassen. Und dann kann ich darauf wieder drauf zugreifen, ob es eine ganz normale BD-Map wäre. Was mit Doppelten? Da gibt es Methoden für, die dann eine Liste zurückliefern. Ja, FIFO-Buffer packe ich 1, 2, 3 rein. Und dann ist das, wenn ich da einen Remove mache, dann liefert er 1 zurück. Das ist hier ein Fehler auf der Folie. Und entfernt das entsprechende Element von dem FIFO-Buffer. Und damit kann man dann auch relativ einfach so Schlangen realisieren beispielsweise. Ja, Hashbacks, das sind diese Back-Interfaces, das heißt, ich kann hier einen String in dem Fall 6-mal hinzufügen. Ja, und ich kann hier den nächsten String 2-mal hinzufügen, das ist aber derselbe. Und dann liefert er, beziehungsweise nein, ich entferne ihn hier, sorry, remove. Und dann bekomme ich 4-mal, ist das one oder drin. Ja, solche Dinge kann man damit tun. Gut, nächste Library, Configuration. Auch sehr wichtig, das ist das Lesen und Schreiben von Konfigurationseinstellungen. Das Interessante daran ist, dass es eine Abstraktion liefert. Das heißt, man hat ein Interface für den Zugriff auf diese Konfigurationseinstellungen, kann diese Konfiguration aber transparent in allen möglichen Quellen speichern, also Java Properties, XML-Dokumente, INI-Dateien, ich kann es direkt in JNDI oder in eine Datenbank schreiben und ich kann das vor allem auch ändern, ohne dass sich an meinem Code was ändert. Ja, das heißt, wenn ich irgendwann umstellen will von Properties beispielsweise auf eine Datenbank, dann kann ich auch transparent ändern, ohne was an meinem Code zu ändern. Ja, wie gesagt, man kann auch Konfigurationsquellen mischen. Ich kann also Konfigurationsquellen zusammenfügen. Ich kann zum Beispiel eine JDBC Data Source haben, also die Konfiguration der Datenbank. Ich kann einen Properties-File hinzufügen und ich habe dann ein Pool von Konfigurationseinstellungen, auf die ich zugreifen kann. Und ich weiß gar nicht von der Applikation her, wo kommt jetzt diese konkrete Konfigurationseinstellung eigentlich her. Diese Bibliothek ist stark auf Erweiterbarkeit ausgelegt. Das heißt, man soll diese Liste hier erweitern, um seine eigene Möglichkeit, Konfiguration zu speichern. Ein Beispiel. Hier oben sieht man so ein Composite Configuration, das heißt eine zusammengefasste Konfiguration. Da packe ich einen System Configuration rein, das ist ein Zugriff auf Systemparameter. Und packe eine Properties Configuration zusätzlich rein, die mir aus der Datei App Properties Konfigurationsdaten liest und ich kann dann darauf zugreifen. Alternative Möglichkeit, so eine Konfiguration zu erzeugen, ist über die entsprechende Factory. Der übergebe ich einem File in dem Fall zum Beispiel, ein XML-File. In diesem XML-File steht beispielsweise das hier drin. Und dann kann ich hier, was hier bedeutet, dass er auf die System-Properties zugreifen kann. Und hier bedeutet das, dass er aus dieser Datei die Konfigurationseinstellung liest. Das ist der Fall, wo ich meinte, dass man das jetzt transparent ändern kann. Das heißt, habe ich das hier in meiner Software drin, brauche ich diese Konfiguration der Konfiguration sozusagen. Und wenn ich das jetzt ändern will auf JDBC, ändere ich diese XML-Konfiguration. Damit kommt die Konfiguration für die gesamte Applikation aus einer anderen Quelle. Zugriff auf die Konfiguration sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Ist relativ einfach. Ich habe dann dieses Config-Objekt, kann damit getDouble meinen Key auf diesen Wert zugreifen. GetInteger auf diesen Wert. Es gibt auch eine Möglichkeit, auf hierarchische Daten zuzugreifen. Also wenn ich beispielsweise in einer XML-Konfigurationsdatei einen Baum habe, einen Konfigurationsbaum, dann gibt er mir auch die entsprechende Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ja, Setzen von Konfiguration geht auch, also das Speichern geht natürlich auch. Mit setProperty kann ich eine Konfiguration speichern und config-save speichert das Ganze dann. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Daemon, Integration von Java Server Applikationen mit dem Systemdienst Framework des Betriebssystems. Das ist eigentlich keine Library, sondern das ist eher ein Set von Binaries.
das ermöglicht, dass eine Java-Software zum Beispiel als Windows-Service gestartet und gestoppt werden kann oder der ganze Lebenszyklus kann damit verwaltet werden. Das ist dieses PROC-Run bzw. P-Run-Sorv für Win32 und JSVC für Unix-artige Betriebssysteme. Das sind also keine Java-Libraries eigentlich, sondern das sind so ein paar vorgegebene Binaries, die ich mitpackage und wo ich dann ermögliche, dass ich dann da über mein Windows-System-Monitor dann die ganzen Sachen starten und stoppen kann. Nicht so spannend. Leicester ist serialisieren oder deserialisieren nach Java. Das ist so eine Art Easy SACS, also setzt auf SACS auf, macht sowas ähnliches wie SACS, nur einfacher und arbeitet mit so einem Stack, also hinten dran arbeitet mit so einer Art Stack, um aus einem XML-Stream Klassenhierarchien zu erzeugen oder Objekthierarchien zu erzeugen. Man kann das hier mal sehen, das gibt irgendwie zwei Klassen hier, foo und bar. Die sind beide im Paket MyPackage, sind ganz normale Beans. Das ist erstmal nicht so spannend. Wenn ich das jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt eine XML-Datei wie hier oben, das heißt, da oben ist ein foo, dann gibt es ein bar da drin als Element, das hier enthalten ist. Und das hat irgendwelche Attribute, das foo hat Name, ID, Title für bar. Dann kann ich hier so ein Digester aufbauen. Sagt ihm irgendwie, okay, das Element foo ist die Klasse myPackageFoo, das Element foobar ist die Klasse myPackageBar und kann dann diese Komposition noch hier registrieren. Und wenn ich das dann parse, diese Datei, dann bekomme ich hier ein foo-Attribut, ein foo-Objekt zurückgeliefert, das die entsprechenden Attribute schon gesetzt hat. Dadurch, dass ich hier gesagt habe, Set Properties werden die Attribute aus den XML-Konstrukten übernommen als Property-Element in dem Beans. Das heißt, bei dem foo wird das Name auf the parent gesetzt, die ID bei bar wird auf 1, 2, 3 und so weiter gesetzt. Sehr einfache Methode, sehr schnell zu benutzen. Muss man halt gucken, ob man diesen schmalen Einsatzzweck wirklich genauso findet in seiner Applikation. E-Mail, auch eine Sache, die man häufiger braucht, Verschicken von E-Mails. Da will ich gar nicht lange drauf eingehen. Man kann einfache E-Mails verschicken, wie man es hier unten sieht. Kann ich also ein Hostname setzen für den Server, kann irgendwie entsprechende Werte im Header setzen, from, subject und ähnliches. Kann Text anhängen und dann absenden. Das kann aber auch sehr viel mehr. Es kann Multipart-E-Mails oder als Spezialisierung davon HTML-E-Mail. Das heißt, ich kann auch Attachments mitschicken. Auf der nächsten Folie kurz mal ein Beispiel. Da sieht man was mit Attachment. Hier wird ein Bild angehängt. Das Bild wird dann hinzugefügt zu dieser E-Mail. Ah, hier, genau. E-Mail, Attachment und dann abgeschickt. Aber ansonsten ist das im Wesentlichen dasselbe. Das heißt, es geht weitgehend transparent. Pool. Da habe ich heute gesagt, das ist mehr so ein Best-Practice-Ansatz. Das heißt, Pool implementiert mir jetzt zwar schon ein paar Pools, also beispielsweise für den Zugriff Dateien. Aber im Wesentlichen ist Pool ein Set von Interfaces und von Patterns, wie ich denn sinnvollerweise ein Pool zu strukturieren habe. Und vor allen Dingen eine Abstraktionsmöglichkeit. Damit kann ich nämlich, oder mit diesen Interfaces, in die Pool drin sind, kann ich die Trennung zwischen dem Pool-Algorithmus und dem Erzeugen der einzelnen gepoolten Objekte voneinander trennen. Und das ist ganz wichtig, weil man will unter Umständen irgendwann mal vielleicht den Pool-Algorithmus austauschen, als anderer beibehalten. Das alles, dafür bietet mir Pool einen Best-Practice-Ansatz. Nicht notwendigerweise schon eine fertige Realisierung dafür, sondern ein Set von Interfaces und ein Set von Vorgehensweisen, wie wir das machen. Kleines Beispiel für den File-Pool, der ist schon mitgeliefert. Oh, jetzt sind wir eins zu weit. Oh, da war eigentlich noch eine Beispielfolie. Vielleicht finden wir die noch. Gut. File-Upload. Ja, Unterstützung für HTTP-File-Uploads, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass es das in der Java-Standard-Bibliothek nicht gibt. Das ist teilweise ein bisschen überraschend, weil das ja schon als andere da ist, aber das fehlt. Das heißt, damit kann ich File-Uploads aus einer Webseite heraus parsen und mir die Dateien holen, als zum Beispiel Byte-Array. Das integriert voll mit der Servlet-API. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, aus einem Servlet-Request, den ich hier habe, direkt über dieses Commons File Upload Library das zu parsen und die einzelnen Inhalte daraus zu bekommen.
Ist ziemlich einfach. Disk File Item Factory bedeutet, dass die Datei, dass die Sachen temporär auf der Datei, auf der Platte gespeichert werden. Das ist insbesondere dann nötig, wenn man größere Mengen an Daten hochlädt, weil mit der Standardimplementierung, die halt Default ist, wird das alles im Speicher gehalten. Das ist unter Umständen keine gute Idee. Dann gehe ich hin und sage, okay, Sorfield File Upload, meine Factory, und dann kann ich hier meine Request, das hier ist das HTTP Sorfield Request Objekt, kann ich das parsen und bekomme dann eine Liste von Items zurück. Und auf diese Items kann ich dann zugreifen, beispielsweise über den Iterator. Da kommen dann Instanzen von File-Item zurück und diese File-Item hat noch ein paar Eigenschaften. Ist es ein Form-Field, also war es irgendwie eine Eingabe des Benutzers, dann kann ich hier mit Fieldnamen und dem Item-Get-String mir den Wert zurückliefern und den Inhalt davon. Ansonsten kann ich hier mir die Binary-Daten zurückholen, also Content-Type, Size in Bytes, kriege dann hier das Ding zurück. Und das Decoding insbesondere macht alles schon die Library für mich. Ich will jetzt gar nicht weiter drum kümmern. HTTP Client. Jetzt haben wir gerade eben die Serverseite gehabt, zumindest ein Teil davon. Hier haben wir die Client-Seite. HTTP Client ist ein vollständiger HTTP Client für HTTP 1.0 oder 1.1. Unterstützt alle HTTP-Methoden, also GET, POST, PUT, DELETE und so weiter. Unterstützt HTTPS, Proxies, Authentifizierung, HTTPS, Cookie-Handling, eigentlich alles, was man so haben will in so einem HTTP Client. Ich glaube sogar, dass diese Bibliothek für irgendeinen Webbrowser, so ein Java-Webbrowser, die Basis ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber. Für HTML Unit zum Beispiel. Bitte? Für HTML Unit zum Beispiel? Das könnte sein, ja. Und für Beispiel Blogo auch. Ja. Gut, kleines Beispiel. Ich mache mir einen neuen HTTP-Client, sage dann, okay, ich möchte einen GET machen, also eine neue GET-Method. Adresse. Er soll bitte die Redirects followen, die ich hier auf jeden Fall zurückkriegen würde. Und kann dann hier diese Method ausführen und kriegt dann einen Response Body zurück. Und auf diesem Response Body kann ich wieder, oder beziehungsweise hier habe ich ein String, es gibt noch andere Möglichkeiten, das zurückzuliefern. Dann kann ich dann nochmal ein bisschen detaillierter darauf zugreifen. Math. Ja, leichtgewichtige Implementierung von Mathematikfunktionen erweitert die Standard-Library insofern, dass da ein paar Sachen drin sind, die in der Standard-Library eben nicht drin sind. So Sachen wie Interpolation, also sowas wie lineare Regression, sowas kleines Generatorverfahren. Da bin ich nicht ganz so der Experte, aber hat mir gesagt, dass das total toll ist. Lösung von linearen Gleichungssystemen, das kann man damit machen. Man kann in gewissen Grenzen Differentialgleichungen lösen. Und was wahrscheinlich eines der wichtigsten Anwendungsgebiete von dieser Library im normalen Betrieb ist, ist die Erzeugung von Zufallszahlen mit verschiedenen Verfahren. Kleine Beispiele dazu. Hier oben mache ich mir eine Matrix und noch eine Matrix und kann die dann multiplizieren, kann mir die Inverse bilden und ähnliche Operationen, also da gibt es noch mehr. Das ist eine Möglichkeit. Lineare Gleichungssysteme lösen. Hier beispielsweise haben wir so ein lineares Gleichungssystem. Dann gebe ich hier über so einen zweidimensionalen Array die Koeffizienten an. Sage dann, okay, das ist eine Matrix. Hier die Koeffizienten. Das sind meine Ergebniskonstanten hier. Und kann dann hier mit Solve, Übergabe, Konstanten, kann ich mir das Ganze lösen lassen und bekomme den Lösungsvektor zurück. Ja. Solche Dinge gehen damit. Validator, ganz wichtige Sache für jeden Webprogrammierer. Das ist eine Bibliothek, die prüft Eingaben des Benutzers. Also die kann beispielsweise prüfen, ist die Eingabe, die der Benutzer in dieses Feld gemacht hat, wirklich eine E-Mail-Adresse oder ist sie wirklich eine Kreditkartennummer oder ist sie zum Beispiel wirklich eine ISBN-Nummer. Die Regeln, die man dafür braucht, werden über eine XML-Definitionsdatei definiert. Das heißt, ich kann über eine externe Datei bestimmen, in diesem Feld muss eine Kreditkartennummer stehen beispielsweise. Da kann man auch angeben, sogar von welchem Kreditkartenunternehmen das sein muss. Ein ganz wichtiger Einsatzgebiet, zumindest bei uns, ist das hier mit E-Mail-Adressen checken. Das kommt ganz häufig vor. Oder auch URLs, wenn man irgendwo eine Eingabe von einer URL hat, dass man da prüft, ob das wirklich eine URL ist. Allerdings ist das ganz im Offline-Modus. Das heißt, was dieser Validator nicht macht, ist das Prüfen der E-Mail-Adresse beispielsweise gegen den E-Mail-Server. Um zu gucken, ob die Adresse wirklich auch da ist. Sondern ich prüfe nur das Format der E-Mail-Adresse.
wer sich schon mal angeguckt hat, weiß, dass das Format einer E-Mail-Adresse nicht trivial ist. Ein paar Beispiele dazu. Kalendereingabe. Kalendervalidator, gebe ich hier einen Kalender ein, um gleich die Frage vorzubeugen. Ja, das geht auch mit verschiedenen Locales. Also man kann das in verschiedenen, mit verschiedenen Datumsformaten angeben und man kann auch bestimmen, welche Locale jetzt tatsächlich gültig ist. Und dann kriege ich hier zurück, ist das jetzt ein valides Datum? Und ich kann auch die Möglichkeit haben, mit diesem Validate bekomme ich einen Kalenderinstanz zurück, falls es ein valides Datum war, ansonsten null. Das heißt, ich habe auch gleichzeitig die Umwandlung von diesem String in ein Datum da drin. Kreditkartenvalidator, ja, da übergebe ich hier, was für eine Kreditkarte das denn bitte sein soll. Man kann das hier auch mit einer boolischen Operation erweitern. Das heißt, man kann gleich mehrere Kreditkarten checken und kann dann hier wieder fragen, ist das eine valide Kreditkarte? Oder hier E-Mail-Validierung nach dem Format. Ach, da ist übrigens der Zeitschütterbeispiel. wo waren wir da stehen? Nee, das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon. Vielleicht finden wir das andere auch noch. Irgendwie habe ich natürlich die rückwärts. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist irgendwas kaputt. Moment. Cool, haben wir schon gehabt. File-Upload haben wir auch schon gehabt. Ah, das hatten wir noch nicht. Okay, ich lasse lieber mal hier oben, weil ich bin nicht so sicher, was dieser PDF wieder hier macht. Gut, Attributes, ganz kurz nur, total sinnlose Sache eigentlich. Das ist meiner Meinung nach die wirklich sinnloseste Commons-Library, die es gibt. Damit kann man Metainformationen im .NET-Style in Java integrieren. Also man kann so eine Art Annotations machen, also .NET-Annotations im weitesten Sinne. Das Ganze funktioniert mit einem Precompiler, also nicht nur, dass es irgendwie schon von Sinn aus sinnlos ist, aber es werden dann auch aus den Java-Files, neue Java-Files über ein ARM-Target kompiliert und preprocessed und die werden dann kompiliert. Und das funktioniert mit der Docker-Technologie, das heißt, die benutzen da die Technologie, die auch benutzt wird, um beispielsweise Java-Doc zu erzeugen. Ja, Retwixt. Es gibt ein bisschen Redundanz in den Bibliotheken. Also, wir hatten ja vorhin diese Bibliothek, mit der ich serialisieren, deserialisieren konnte. Das ist eine ähnliche Bibliothek. Das ist auch deswegen so, weil man sagt, man will es in verschiedenen Komplexitätsgradierungen haben. Das heißt, man will es vielleicht ganz einfach haben, für ganz schnellen Einsatzzwecken. Ich will das ganz schnell verstehen und einsetzen. Oder ich will vielleicht ein bisschen was Komplizierteres haben, was aber auch mehr Leistung hat. Betwixt macht das Mapping von XML nach Java, nach Java Beans, in beide Richtungen. Und man kann es mit eigenen XML-Dateiformaten anpassen. Das geht auch über eine XML-Konfigurationsdatei. Ich kann mir also hier beispielsweise eine XML-Datei schreiben. Also ich hole mir irgendwie so einen String Writer, schreibe also in einen String. Dann hole ich mir hier eine Betwixt-Klasse, nämlich diesen Bean Writer. Der schreibt in den Output Writer. Und dann kann ich da einfach hier eine Bean reinschreiben. Das hier ist eine ganz normale Standard-Bean. Und dann wird, steht in diesem, Stream, in diesem String hinterher, beziehungsweise erstmal in diesem Writer, ist dann eine serialisierte Form in XML-Format. Wenn ich das wieder deserialisieren will, gehe ich hier hin und sage, okay, hier habe ich meinen deserialisierten, meinen serialisierten String. Ja, packe den in einen Reader rein, mache mir einen Bean-Reader, das Gegenstück dazu, und sage, okay, ich möchte jetzt das gerne deserialisieren, das ist das Kopfelement. Hier ist die Klasse, die das werden soll. Und dann werden die ganzen Attribute, die hier drin sind, also Age, Name, werden dann entsprechend gesetzt in dieser Bean. Der Unterschied zu dieser anderen Library, die wir eben hatten, ist, dass ich hier das XML-Format selbst anpassen kann. Das heißt, ich kann hier bestimmen, wie das XML-Format aussieht. Das ist der Standard hier. Das ist einfach genauso heiß wie die Attribute. Aber ich kann das beliebig anpassen. Chain. Auch ganz kurz nur, das ist eine Implementierung von einem Pattern der Gang of Four, das Chain of Responsibility Pattern. Das ist ganz kurz eine
Bearbeitungsmöglichkeit, wie ich anhand einer Kette langlaufe von Bearbeitern oder von potenziellen Bearbeitern. Und die Bearbeiter gucken sich an, ist das Problem von mir bearbeitbar? Wenn ja, bearbeite ich es. Wenn nein, gebe ich es an meinen nächsten Chain-Element weiter und vielleicht kann der es bearbeiten. Von außen, für den Client, ist das ein Blackbox. Das heißt, der sieht einfach nur, Anfrage wird bearbeitet, aber er weiß nicht, von welchem tatsächlichen Bearbeitungselement das jetzt bearbeitet wird. Diese Bibliothek ist eine Implementierung davon. Relativ komplexe Angelegenheit, ist auch sehr komplex implementiert. DBCP, Database Connection Pooling, setzt auf Commons Pooling auf. Damit habe ich die Möglichkeit, Datenbankverbindungen zu poolen. Die Benutzung ist weitgehend transparent. Das heißt, ich habe immer noch JDBC. Ich hole mir einfach nur die Verbindung auf eine andere Art und Weise. Ich lege hier also mit beispielsweise eine Datasource an, gebe der einen Classname für einen Treiber, die Credentials für den Zugriff, den URL und irgendwo, wo ich dann jetzt tatsächlich darauf zugreifen will, mache ich hier mit Datasource get Connection, kriege ich die Connection und dann kann ich auf der Connection ganz normal arbeiten. Im Hintergrund wird aber diese Connection getrackt, das heißt, sie wird gepoolt, kommt wieder zurück irgendwann, es gibt auch Timeouts und ähnliches, sodass wir hier keine Connection Leaks machen. DB Utils. Das ist fast eine Ergänzung für die EBM, für die Bibliothek EBM. Das ist dann eine Vereinfachungs-API für JDBC. Auch da wird ein Connection Tracking gemacht, wobei es wahrscheinlich besser ist, das aus Pooling zu nehmen. Man kann hier einfaches Speichern von Spaltenwerten in Lean-Attributen machen. Das heißt, ich kann einen Query auf eine Tabelle machen und wenn die Spaltennamen genauso heißen wie die Attributennamen in meinem Lean, dann kann er die direkt da reinschreiben. Das heißt, ich muss auch nicht drüber iterieren und das Einzelne rauslesen und in den Bean speichern. Kann ich also einfach auch mit einem Bean-List-Händler übergebe ich eine Klasse, dann sage ich, okay, run Query, dann wird hier dieser Select ausgeführt, der Händler kommt hier rein, das ist dieser Bean-List-Händler und was ich zurückbekomme, ist eine Liste von Personenobjekten. Das ist kein vollständiges OR-Mapping. Das ist wirklich nur für diesen ganz schmalen Einsatzbereich gedacht, wo man wirklich sagen kann, ich will jetzt genau diese Tabelle in genau diese Beans schreiben. Da kann man das benutzen, das ist aber kein vollständiges OR-Mapping. Ganz wichtig. Discovery, Auffinden von Interface-Implementierung. Das Auffinden von Interface-Implementierung. Das heißt, man hat irgendwo in seinem System eine Klasse definiert, die ein bestimmtes Interface implementiert. Und ich möchte jetzt gerne eine Instanz von einer Klasse haben, die dieses Interface implementiert. Und dafür ist dieses Discovery gedacht. Das ist insbesondere interessant für Logging-Dinge. Es gibt eine Strategie, wie das Ganze sucht. Also beispielsweise schaut er, ob gibt es eine Konfigurationseinstellung, die genauso heißt wie das Interface. Und wenn da drin eine Klasse steht, dann instanziert er diese Klasse und gibt das zurück. Und da gibt es drei oder vier Schritte, die da durchgegangen werden und wo geguckt wird, finde ich da eine Klasse, die dieses Interface implementiert, finde ich da eine und irgendwann findet er eine und gibt die zurück. Oder findet halt keine, da gibt es einen Fehler. Kann auch ein bisschen gefährlich sein. Also unter Umständen kann man damit ganz schnell, wenn man große Systeme macht, in Bereiche rankommen, wo man dann ein bisschen nicht weiß, warum kommt denn diese Klasse hier zurück. Ja? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Interessant ist noch, es macht hier einen Check auf Korrektheit, das heißt, es guckt danach, wenn hier in einem System-Property diese Klasse drin steht, implementiert diese Klasse auch tatsächlich das Interface. Ja. Ja, JCI, Java Compiler Interface, das ist ein Interface oder eine Abstraktion für Java Compiler. Das heißt, damit kann ich Java-Code kompilieren oder Code kompilieren, der zu Java-Klassen kompiliert wird, also beispielsweise Groovy. So ein Beispiel. Wer das kennt, Groovy ist eine Skriptsprache, die aber sehr stark an Java orientiert und die transparent in Java integriert. Das heißt, ich kann ein Groovy-Skript nehmen und das interpretieren und bekomme eine Klasse zurück. Und diese Klasse ist eine Java-Klasse, aber sie implementiert die Funktionalität dieses Groovy-Skriptes. Und dieser JCI ist eine Abstraktionsbibliothek für den Zugriff auf die Compiler, die es da so gibt, also der Eclipse-Compiler, Groovy, der normale Java C, Rhino-Compiler, das liefert mir eine Abstraktion. Das heißt, ich weiß da unter Umständen gar nicht mehr, welche Compiler kompiliert mir das jetzt, meine Klasse. Und ich gebe mir einfach nur noch sagen, okay, ich möchte jetzt hier mit dem Eclipse-Compiler kompilieren, dann compile ich hier, übergebe die entsprechenden
Sachen, die ihr braucht, um das irgendwie Ressourcen zu finden, und bekomme dann hier ein Population Result, auf dem ich dann wieder operieren kann. Auch hier sieht man sehr viel Abstraktion. Das ist eine sehr interessante Library, zumindest mal, wenn man sie es anschaut. Einen Einsatzzweck habe ich da jetzt selbst auch noch nicht für gefunden. JXPath ist eine Implementierung von XPath 1.0, leider nicht 1.1, und wendet XPath-Ausdrücke auf Objekte an. Also Beans, Maps, DOM, ähnliches, wobei DOM brauchen wir das eigentlich nicht. Ich habe vorhin gesagt, bei diesen Dynabeans ganz am Anfang, dass es bei Bibliotheken gibt, die Dynabeans unterstützen. Also JXPath zum Beispiel unterstützt Dynabeans, das heißt, ich kann auf eine Dynabean zugreifen wie auf eine normale Bean. Ein kleines Beispiel. Wir haben hier irgendwie eine Adresse, wir haben eine Collection von Locations und man kann dann hier, Moment, wo haben wir das? Genau, das ist der Standardweg, wie ich auf sowas zugreife, und mit JXPath wird es sehr viel einfacher. Dann kann ich mich einfach hier so einen XPath-Ausdruck angeben. Ja? Das heißt, ich möchte Locations-Elemente haben, die ein Adresselement enthalten, deren ZIP-Code 12345 ist. Ja? Das heißt, ich habe hier den Zugriff auf einen Objektbaum und kann mir bestimmte Sachen aus dem Objektbaum rausholen, sehr viel einfacher als mit dem Standardweg. Jo, Modeler. Auch nicht so interessant, damit kann man über eine XML-Konfiguration JMX-Mbeans erzeugen. Das heißt, ich mache das nicht mehr von Hand, sondern ich mache eine Konfigurationsdatei und dabei ist dann festgehalten, welche Mbeans gibt es, wo liegen die tatsächlichen Realisierungen, und kann das dann parsen lassen und kriege dann meine Mbean zurück und kann die dann an irgendeinen JMX-Server anmelden. Nicht so interessant. Launcher. Das ist eine Startumgebung für Java-Programme. Das ist sowas ähnliches wie diese Betriebssystemintegration, die wir vorhin hatten. Nur eher unabhängig von einem Betriebssystem. Das heißt, hier wird mir ein AND-Framework im Wesentlichen geboten, das mir ein Java-Programm startet. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr drum machen, wird der Class-Path jetzt zum Beispiel richtig aufgebaut. Also man hat es ja ganz häufig, man hat irgendwie ein Lib-Unterverzeichnis in seiner Installation, da liegen irgendwie ein paar Jar-Files drin, ein paar Bibliotheken drin. Normalerweise müsste man diese Jar-Files mal von Hand in den Class-Path packen und dann die Java-Applikation starten. Über diesen Launcher kann ich einfach sagen, hier liegt ein Verzeichnis. Dieses Verzeichnis enthält Bibliotheken, alle diese Bibliotheken müssen in den Class-Path. Alles andere macht Launcher für mich. Insbesondere ist es dann interessant, wenn ich einfach eine Bibliothek hinzufüge oder wegnehme, dann wird das transparent abgedatet. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwelche Start-Bat, Start-SH-Files editieren, um das zu machen. Das kann auch weitere Sachen tun, also beispielsweise Ressourcen prüfen über einen beliebigen AND-Task. Also ich kann da einen beliebigen AND-Code reinschreiben, der zum Beispiel schaut, ist die Installation überhaupt valide? Also sind irgendwelche Konfigurationsdateien da, die ich unbedingt brauche? Sind irgendwelche anderen Ressourcen, Bilder und ähnliches unbedingt da? Und macht natürlich den physikalischen Start der Anwendung. Das Ganze ist unabhängig vom Betriebssystem, funktioniert also unter Windows und Linux und auch anderen Betriebssystemen. Ja, hier sieht man ein Beispiel. Das ist der Standard-Start da oben. Das heißt, ich starte eigentlich nicht mit meinem Programm, sondern ich starte diesen Launcher Bootstrap. Und dem gebe ich ein paar Parameter an, Executable Name, und dann startet dieser Launcher Bootstrap das tatsächliche Programm. Und hier habe ich ja so ein Beispiel AND-File, wo man hier der Target Demo, das ist der Target ganz rechts oben. Da wird dann also wie gesagt Launch, Class Name sowieso. Und hier wird dann einfach gesagt, Class Path ist Base Class Path und Base Class Path ist Stern.jar in der libdir. Da muss ich mich gar nicht darum kümmern, dass da einzelne Jars aufgenommen werden, das macht alles die Software für mich. Primitives, bessere Einbettung von primitiven Datentypen. Das ist so ein bisschen mit dem Autoboxing überflüssig geworden, aber es hat trotzdem noch ein paar nette Sachen. Beispielsweise Iteratoren für Basistypen. Ich glaube, auf der nächsten Folie ist auch ein kleines Beispiel dazu. Das heißt, ich habe hier, oder hier ist sogar das Beispiel, genau, mit dem Iterator. Es gibt also diesen Int-Iterator. Da kann ich einfach über eine Array-Int-List laufen lassen, in der Basis-Integers drin sind. Und bekomme dann hier einfach ein Int jeweils zurück. Ja? Das heißt, gleiche Technik wie bei den normalen Iteratoren, nur mit Basistypen. Manchmal sehr nützlich.
Transactions, auch das ist wieder eher eine Framework-Library, obwohl die eigentlich keine Frameworks haben wollen, also eher eine Template-Library für die Implementierung von Transaktionssystemen. Man hat hier Locking für parallelen Zugriff auf Ressourcen. Als Beispiel ist da mitgeliefert, oder als eine Implementierung ist mitgeliefert, ein Zugriff auf Dateien, also auf Dateien im Filesystem. Aber es ist prinzipiell unabhängig von Art der Ressourcen. Das heißt, man hat hier auch eine Abstraktion zwischen den tatsächlichen Datenquellen und der Transaktionsbibliothek. Ja, und wie gesagt, es ist dafür gedacht, dass man es um eigene Ressourcen-Backends erweitert. Als Beispiel hier File Resource Manager sage ich, okay, das Verzeichnis temp. Dann generiere ich mir so eine Transaktions-ID hier, sage, okay, ich möchte eine Transaktion starten, übergebe die ID. Und dann sage ich, okay, ich möchte zu dieser Transaktion zu einer Datei temp.txt im Pfad tmt schreiben über diese Transaktions-ID. Dann kann ich meine Sachen da reinschreiben und dann kann ich irgendwann sagen, commit transaction. Das Ganze liefert mir Asset-kompatible oder Asset-fähige Transaktionen für Dateien. VFS, eine sehr interessante Library, transparenter Zugriff auf Dateisysteme. Da verspreche ich mir noch relativ viel in der zukünftigen Entwicklung, weil die langsam davon weggehen, weitgehend oder erst im ersten Sinne filebasierte virtuelle Filesysteme zu machen, sondern auch zu netzwerkbasierten virtuellen Filesystemen zu gehen. VFS ist eine Möglichkeit, wie man transparent auf Dateisysteme zugreift. Aber es ist egal, wo dieses Dateisystem ist. Ist es in tatsächlich lokalen Dateien auf Platte oder ist es in einem ZIP-File oder in einem JAR oder in einem TAR-BZ2 oder ist es vielleicht sogar über HTTP zugänglich oder über FTP. Das ist für die unterliegende Bibliothek erstmal egal, beziehungsweise für die Applikation erstmal egal. Die unterliegende Bibliothek macht das alles für einen. Wie gesagt, in der Entwicklung sehr interessant Zugriff auf WebDAV und auf ZIFT. da haben sie schon, entweder haben sie Glück gehabt oder schon vorher nachgedacht, dass man hier URLs übergeben kann als Adresse einer Ressource. Das heißt, in dem Beispiel hier greife ich auf einen JAR-File zu. Ich übergebe also JAR, meinen JAR-File und kann dann hier auf dem JAR-File einfach mit einer standardisierten API, die für alle verschiedenen unterliegenden Ressourcen gleich ist, zum Beispiel die Children, also die Dateien, die darin sind, oder Verzeichnisse zurückgeben lassen und kann dann hier getName, getUri, mit der URI kann ich dann wieder direkt auf das File zugreifen. Ja, sehr interessante Library, interessant, ist leider noch nicht ganz nutzbar im Moment. Logging wird auch sehr oft eingesetzt, ist ein Wrapper für verschiedene Logging-APIs. Log4j kennt vielleicht jeder, der mit Java sich beschäftigt hat. Dem JDK 1.4 Logging kennt wahrscheinlich auch jeder. Das Problem ist halt, dass die unterschiedliche APIs haben. Das heißt, Log4j hat eine andere API als JDK 1.4 Logging und das Canvas Logging macht mir hier eine Abstraktion. Ich kann also hier in eine standardisierte Log-API loggen und es ist mir erstmal egal im ersten Moment, wo ich eigentlich hinlogge. Im Zweifelsfall logge ich nach Simple Log, das ist der Fallback, wird einfach alles auf Standard R ausgegeben. Das Logging kann man einen eigenen Vortrag machen drüber. Manchmal habe ich das Gefühl, man braucht ein Logging fürs Logging. Ja, nett. Wir nähern uns langsam dem Ende, zeitlich und folienmäßig. Net ist eine Base-Level-Implementierung verschiedener Netzwerkprotokolle. Auch hier gilt, das ist kein Client für ein bestimmtes Protokoll, sondern das ist wirklich nur eine Implementierung. Das heißt, ich habe hier absolute Basisfunktionalitäten des Protokolls. Ich habe also keinen, gib mir mal die Webseite zurück oder sowas, oder hol mir mal per HTTP die Webseite. Sondern ich habe hier die Möglichkeit, eine Verbindung aufzumachen, ich habe die Möglichkeit, einzelne HTTP-Kommandos hinzuschicken. Genauso wie ich die Möglichkeit habe, einzelne SMTP-Kommandos an eine SMTP-Verbindung zu schicken. Das ist dazu geeignet, wenn ich größere Clients schreiben will. Also wenn ich beispielsweise einen News-Client schreiben will und es gibt keine Bibliothek, die mir NNTP in einer abstrakten Art und Weise zur Verfügung stellt, habe ich hier die Möglichkeit, auf NNTP beispielsweise zuzugreifen, auf einem niedrigen Level, aber auf jeden Fall zuverlässig und man muss dann halt die größeren Abstraktionen muss man halt selbst machen. Jelly, das ist eine XML-basierte Scripting-Engine, die man durch eigene Konstrukte erweitern kann. Damit kann man im Wesentlichen Programme schreiben. Also das ist eine vollständige Programmiersprache in XML. Es gibt einige
vorgegebene Techlips, beispielsweise für das Erzeugen von Swing-Oberflächen. Also man kann hier beispielsweise hier so eine Menübar machen, indem man so einen Jelly-Abschnitt durch den Jelly-Parser laufen lässt und dann bekommt man eine Menübar-Instanz zurück. Das gibt es also, aber im Wesentlichen ist Jelly eine ganz normale Standard-Programmiersprache. Die wurde auch benutzt in Maven bis zur Version 1x. Also bei Maven 2 haben sie das rausgenommen und durch Plain Java ersetzt, weil es ist schon ein bisschen, also es ist deutlich aufwendiger, als wenn man es in Java schreibt natürlich. Das ist das Problem. Wenn man aber solche Sachen wie das Aussehen von unter Umständen von Oberflächen ausgliedern will, ist es vielleicht ganz nett, dass man sowas hat. Kommt überhaupt den Einsatzzweck an. Jaxel und EL, das ist eine Engine für die Interpretation von Ausdrücken. Das ist so ähnlich wie diese Expression Language in der Standard Tech Library. Das ist keine vollständige Implementierung. Die gibt es auch, das ist dieses EL, das sind zwei Libraries eigentlich in einem auf dieser Folie, weil die ähnliche Dinge tun. Das eine halt auf einer vollständigen Ebene, aber sehr komplex, und das andere auf einer sehr viel einfacheren Ebene, aber dafür einfach halt auch anwendbar. Kleines Beispiel, was haben wir hier? Ja, hier ist beispielsweise so ein Ausdruck foo inner foo bar, das heißt, da wird eine Methode bar ausgeführt auf einem Objekt inner foo, das wiederum in einem Objekt foo ist. Und das kann ich hier mit evaluate ausführen, dann bekomme ich das Ergebnis von diesem Ausführer raus. Auch ganz nett, und sowas könnte man beispielsweise in der Konfigurationsdatei stehen haben für irgendeinen Zugriff auf irgendeine Ressource, auf irgendeine Adresse beispielsweise, da kann man das benutzen. SCXML, das ist so eine Art, so eine Art State Machine, ähnliche, also man kann fast sagen, das ist fast schon eine Workflow Engine oder eine Workflow Engine oder eine Möglichkeit, einen Workflow zu definieren. Das ist eine W3C-Spezifikation, um State Machines zu definieren. Das heißt, man hat hier so ein XML-Dokument, da sind irgendwelche States drin. Und diese States feuern und haben Transitionen, die auch unter Umständen mit Bedingungen verknüpft sind. Und dann hat man einen unter Umständen implizit definierten Fluss durch diese States und kann damit irgendwelche Workflows realisieren. Und SCXML ist eine Implementierung davon. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die Referenzimplementierung ist, aber es könnte durchaus sein. Wenn man einfache, wirklich einfache konfigurierbare Workflows haben will, kann man das benutzen. Man verliert da relativ schnell den Überblick bei solchen State Machines. State Machines in Java sind auch sehr häufig. Naja. Gut, das ist glaube ich jetzt auch die letzte Bibliothek. Und dann sind wir ziemlich genau am Ende. Bei der habe ich jetzt ein bisschen mehr Beispiele gemacht, weil das eine der wichtigsten ist. Deswegen kommen wir ganz am Ende. Nämlich Lang. Lang ist eine Erweiterung der Java-Kernklassen. Das heißt, man hat wirklich alles, was irgendwo anders nicht gepasst hat, und das wirklich Basislevel ist, hat man in diese lange Library gepackt. Deswegen gibt es auch sehr viel ganz verschiedene Dinge drin. String-Manipulationen, numerische Funktionen auf einer niedrigen Ebene, also nicht so wie Math. Serialisierung, Deserialisierung, neue Exception-Klassen, all das ist in Lang drin. Mal ein paar Beispiele, was man damit machen kann. So ein Abkürzen von Strings. Das heißt, man hat irgendwie einen langen String, bekommt man vielleicht über einen Content Management oder über eine Eingabe vom Benutzer und weiß, man kann nur 35 Zeichen davon anzeigen, dann kann man das hier abkürzen lassen, dann wird das hier mit Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt. Das sind halt einfache Dinge, die man aber auch normalerweise selbst coden müsste, und die sind halt hier schon vorhanden. Dann sowas wie Default String, das heißt, wenn ich hier einen Null übergebe, dann bekommt ein Leerstring zurück, übergebe ich irgendwas anderes, dann bekommt dieser String zurück, damit kann man also Null-Werte abfangen. Dann sowas wie Zählen von irgendwelchen Vorkommen in Strings, ja, in ABBA ist zweimal A drin. Unterschiede zwischen Strings kann ich feststellen, also A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, A, B, C, X, Y, Z, kommt X, Y, Z raus. Das geht alles. Auf der nächsten Seite sind noch ein paar Dinger. Ja, man kann zufällige Strings erstellen mit Random Alphabetic 10, dann kommt ein beliebiger, zehnstelliger, alphanumerischer Code zurück. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, man kann jetzt nur Zahlen zurückliefern, man kann Mischungen zurückliefern, man kann auch Sonderzeichen zurückliefern lassen, beliebige Dinge. Man kann Initialen generieren, also JTK kommt wieder zurück.
Man kann Wrapping machen, wenn man also weiß, dass man irgendwie Umbrüche an der richtigen Stelle haben will und man will die Umbrüche genau am Wort, an der Wortgrenze haben, kann man das hier mit diesem Wrap machen. Es gibt System-Utilities, mit denen ich herausfinden kann, was für eine Java-Version habe ich hier eigentlich. Das heißt, System-Utils ist Java 1.5, ist dann true, wenn ich Java 1.5 habe, und zwar genau Java 1.5. Interessanter ist, glaube ich, sowas wie is Java version at least 1.3f. Das heißt, man kann das tatsächlich auch als Float hier übergeben. Das heißt, alles, was 1.3 oder höher ist, wird dann hier true zurückgeliefert. Interessant ist noch hier das Map-Handling. Kann also hier so eine Hash-Map machen, dann kann ich die serialisieren und deserialisieren mit den Serialization-Utils. Und weil das macht man gerne mal ganz schnell, indem man ein Objekt klont, indem man das serialisiert und dann wieder deserialisiert. Dafür gibt es eine Hilfsfunktion, nämlich einfach Clone. Dann bekomme ich einen Clone zurück, der über so einen kleinen Hack läuft. Andere Möglichkeit ist, ich kann Arrays zu Maps wandeln. Das heißt, ich übergebe hier einen zweidimensionalen String-Array mit diesen Werten. Übergebe den an toMap, bekomme eine Map raus. Ja. Solche Dinge sind kleine Helferlein. Oder so ein String-Builder, das ist so eine Erweiterung oder eine andere anderer Ansatz an den String-Buffer, wo man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Hier kann ich also nicht nur ein Append machen von irgendwelchen Werten, sondern ich kann auch ein Append-LN machen, analog Print-LN. Da wird also ein Umbruch dran gehängt. Oder ich kann ein Append-All machen, dann wird der gesamte Inhalt der Collection, die da übergeben wird, angehängt. Oder ich kann beispielsweise hier auch wieder raus löschen oder ich kann an einer bestimmten Stelle irgendwas einfügen. Das macht mir alles lang. Gut. Dann sind wir pünktlich am Ende, tatsächlich wirklich ganz pünktlich. Und weitere Informationen kann man auf Apache.org oder bei uns. Wir bieten da gerne für Support an. Weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich ein paar Pointer geben konnte, wo man vielleicht mal in zukünftigen Arbeiten ein bisschen mal hingucken kann.